Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Wie fandet ihr jetzt eigentlich, das waren ja die letzten Folgen, waren ja jetzt so 20 Minuten. Wie fandet ihr das eigentlich? Fandet ihr das angenehmer oder fandet ihr das zu kurz? Na, da würde mich Feedback auch immer interessieren. Wobei, da streiten sich ja auch immer die Meinungen. Ich kann mich selber auch nicht entscheiden, ne? Bei 20-Minuten-Folgen habe ich natürlich mehr Zeit auch für andere Sachen. Aber oft ist das dann so, ey, ich bin gerade drin und dann ist es schon wieder vorbei, so, ne? Deswegen, ich selber kann es auch nicht machen. Vielleicht werde ich immer mal wieder so variabel machen, weil das mit den 20 Minuten hatte schon einen riesen Vorteil. Weil wenn man mal überlegt, ich nehme ja so 5 Folgen auf. Das sind 50 Minuten weniger, ne? Außer es kommt noch eine Doppelfolge dran. Doppelfolge, by the way, welche. Das ist jetzt Folge 20. Das heißt, das hier ist eine Doppelfolge, ne? Ich hoffe, ich vergesse das nachher nicht. So, auf jeden Fall. Kommen wir mal auf den Kommentar von Dayada zu sprechen. Diesmal gab es nur einen. So. Hi, es ist kein Du musst, sondern ein Vorschlag wegen der Religion und den anderen Mods. Ja, das stimmt. Ich versuche aber trotzdem ja immer die Kommentare auch umzusetzen. Ne? Das mit den Mods ist so eine Sache, die ich, wenn ich Zeit habe und dran denke vor allem, dann gucke ich mir die immer an und entscheide dann. Aber mit Mods reinnehmen, ja, das eher weniger. Aber wenn dann hier für im Spiel so Vorschläge kommen, versuche ich die ja auch umzusetzen. Das mit der Religion ist jetzt was anderes, weil das würde ja im Prinzip, wenn wir den ja auf Tunnelgräber machen, wir sind ja im Prinzip jetzt schon Tunnelgräber, nur dass wir einen Debuff bekommen, weil alles in einen gesperrt und so ist. Ne? Das heißt, es macht es ein bisschen schwieriger, weil die Leute schneller durchdrehen. Dafür haben wir aber auch die Therapie. Und wenn ich dann den Tunnelgräber mache, ist halt die Befürchtung, dass es zu leicht wird. Okay, wir haben tatsächlich das Badezimmer für Mann und Frau ready. Es wird überall die Belegung geprüft auf den Toiletten. Jetzt muss nur noch die Hygiene ins Spiel kommen. So, Nahrung haben wir wieder ein bisschen. Das war ja auch die Folge, ein kleines Problemchen. Boah, Leute, ne? Ich muss euch auch erzählen, ne? Ich bin im Moment wieder so drin. Ich will so viele Games zocken, aber ich habe einfach keine Zeit, ne? Ihr könnt es wahrscheinlich nachvollziehen. Der Durchschnitt meiner Zuschauer ist ja auch älter als ich, ne? Wir haben einfach keine Zeit mehr. Ich habe mir Starfield gekauft. Ich habe es nicht einmal gespielt. Ich habe keine Zeit. Jetzt ist das neue Avatar draußen. Da habe ich überlegt, zu Let's Playen. Und ich dachte, oh scheiße, ich muss aber noch Cyberpunk durchmachen. Ich muss StarCraft weitermachen. Was heißt muss? Ich will. Ne? Aber ich will das auf jeden Fall zu Ende bringen. Ne? Jetzt will ich dann noch dazu auch noch Avatar machen. Der Vorteil ist, ich habe Cyberpunk und StarCraft sehr weit vorproduziert. Aber ich sehe es schon wieder kommen. So viele Games, ich übernehme mich wieder komplett. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt in meinem nächsten frei, machen wir Cyberpunk fertig. Und jetzt hatte ich aber so viel vor in meinem Frei, dass ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt zum Aufnehmen komme. Leben, ne? Das ist. Auf jeden Fall, was ich auch machen will, ne? Baldur's Gate 3.
Ich bin mit meinem Main-Charakter immer noch mitten im Akt 3 drin. Aber ich habe eine Idee und Bock. Ne? Ich kenne das Spiel ja jetzt ein bisschen. Und ich habe ja ein paar Folgen mit einem Schurken gespielt. Habe das aber abgebrochen, weil der Schurke war nicht, der hat mich nicht, der war nicht so, wie ich es wollte. Ich weiß aber jetzt genau, wie ich es wollte. Und es kam jetzt ja auch ein neues Update. Mit diesem schwierigen Schwierigkeitsmodus. Und der passt perfekt zu dem Plan, den ich vorhatte. Denn ich kann es ja schon mal sagen, aber ich weiß noch nicht, wann es kommt. Aber ich habe es mir zumindest vorgenommen zu machen, aber ich kann es natürlich nicht versprechen. Ich will in diesem schwierigen Modus, dass wenn man auch stirbt, durchmachen, will ich das Spiel durchspielen. Ohne Companions, also komplett alleine. Mit einem Charakter. Meine Idee, ich habe so zwei Ideen, wie ich das machen kann. Also als erstes würde sich ja der Schurke anbieten. Und so ein bisschen stealthy. Und wenn wir in den Kampf kommen, dann Hit and Run. Ne? Dann versuche ich immer zu fliehen und sowas. Weil ich bin natürlich in jedem Kampf unterlegen. Ich muss halt wirklich auf Stealth gehen. Andere Möglichkeiten, die mich... Und Dark Urge natürlich. Dark Urge wäre so meine, würde mich halt stärker machen, so dass ich es leicht hinkriege. Andere Möglichkeit wäre Stealth Ranger. Der ist ziemlich stark, vor allem wenn man den Multiclass zusammen im Rogue. Vor allem dann denke ich mir, aber das könnte wieder zu easy werden, ne? Aber wahrscheinlich wird das auch nicht easy. Vor allem am Anfang nicht. Aber wäre es jetzt richtiges D&D, ne? Also hättest du einen DM, ne, der ein echter Mensch ist und ihr würdet das zu zweit machen, würde ich eine ganz andere Klasse nehmen, und zwar einen Barden. Dann würde ich das mit einem Barden machen. Weil ich finde, Barden sind so die... Das sind ja eh erstmal mit Jack of all Trades, ne? Die können ja alles so ein bisschen. Aber die können sich auch aus allem irgendwie rausreden oder sich verpieseln, ne? Also. Ah, spielt ihr alles verrückt. So, jetzt bin ich aber genug von Rimworld abgewichen. Aber ich habe ja Rimworld immer mal genutzt, so um euch am Laufen zu halten und Sachen zu erzählen. Wir brauchen unbedingt Tierfutter. Wir brauchen dran ganz dringend Kessinger. Ich meine, hier wächst genug. Was ist denn hier mit den Grafiken los? Die sind ja total am Durchdrehen. Aber den Frames schadet das nicht. Das ist halt das Wildlife, ne? Guck mal, na ja, kommt mit dem Putzen gar nicht hinterher. Vielleicht tun wir jetzt auch unsere Leute beim Reinigen mal... auf eine 4. Weil wir haben ja Putzbots. Das sollen schön die Putzbots machen. Wir sollen uns lieber aufs Forschen konzentrieren. Transport machen wir auch mal eine 4. Wo sind eigentlich die? Ah, hier, der Klinomat. Der 600 Kilo Junge. Ist aber ein Träger. Ah, hier, Rhino. Es wird zumindest geforscht. Ich glaube, für die werde ich ein extra Gebiet bauen. Wie sah nochmal der Plan aus? Ich habe den Plan vergessen, wie ich bauen wollte. Ich glaube, ich wollte hier den hier rein. Das Lager und den Steinbruch bauen. Wir haben ja mittlerweile alles geglättet. Wo ist der Steinbruch da? Wir machen natürlich wieder einen kleinen, weil wir haben den ja optimal angepasst. Ich will nur mal gerade gucken, wo passt der denn am besten rein?
Hier wird der gut reinpassen, ne? So, wenn ich einfach... wieso muss ich immer rechts klicken? Erzähl mir das mal einer. So. Hätten wir hier den Steinbruch. Das heißt, hier kommt Wand hin. So, hier kommen dann die hohen Lager hin. Ich muss gerade mal gucken, wie wir das am besten machen. Also, da muss ich auch mal gucken, wie viele verschiedene Arten von Blöcken haben wir denn jetzt? So, Brocken. Felsbrocken. Ah, weil ich nicht mehr alle Mods drin habe, haben wir natürlich weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, Sand- und Eisbrocken müssen jetzt natürlich noch in den Steinbruch. Mal wieder kann ich den nicht finden. Steinbruch, 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 Steinbruch. Such nicht nach Steinbruch, aber hier steht doch Steinbruch. So. Wieso sind hier diese drin? Die Marmorteile. Stahlschrott, ja. Hightech, gering. Wieso kann ich den nicht entfernen? Hier ist alles richtig. Egal, wir machen jetzt mal Liste hinzufügen. Ach du Scheiße. Hier ist halt wirklich alles, ne? So. Sandchunks. 50. Und Icechunks. Icechunks. I, wo ist I? I! 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 Bin ich doof? Oder ist das unter Eis? Ich bin doof. Wo ist denn das I im Alphabet? Hier. Eisblock. Mach mal den Eischunk. Wobei Eischunk finde ich schon etwas seltener. Machen wir eine 40. Genau wie die Sanddinger machen wir auch 40. Ein bisschen seltener. Die Kristalle, aber wir haben ja auch noch Kristall. Das würde ich auch gern hier reinmachen. Die Crystals. Hier. Blue Crystal heißen die. Dann machen wir die auch mit rein. Das ist manchmal kurios mit dem Steinbruch. So, die Blue Crystal. Ich weiß nicht, ob es da eine Rohform gibt, aber die nehmen wir auch mal rein. Die machen wir aber noch ein bisschen seltener. Dann machen wir die... machen wir die auf... seltener als Bauteil. Machen wir die wie Silber, 25. Sind sie schon. Okay. Also wenn ich nach den Prozenten gehe, sind die jetzt aber hier noch gleich. Ich lasse es mal so. Ich habe einfach zu viel Kram wahrscheinlich drin. Jetzt habe ich aber wieder vergessen. Jetzt habe ich es. Wie viele waren das denn jetzt? Also Blue Crystal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir brauchen 8 Lagereinheiten. So.
So, jetzt ist die Sache. Ich habe überlegt, die vielleicht dann einfach so zu lagern. Wobei, wenn ich hier ein, wenn ich die so lager und dann immer einen Platz lasse, dann wäre das ja genauso, als würde ich so, ja, vielleicht nicht, ne? Aber wir können ja mal gucken. Hohes Regal Fungi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Würde nicht alles reinpassen, wenn wir es so machen. Okay. 8 Regale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Würde perfekt reinpassen. So, dann könnten wir hier die einzelnen Brocken lagern. Jetzt brauchen wir aber dann auch noch, wo sind eigentlich die Tresore? Habe ich noch gar nicht, ne? Jetzt brauchen wir aber auch noch die Rohstoffe. Die Rohstoffe. Wie viele brauchen wir denn da? Eisblock. Ja, das kommt ja dann hier. Sand. Wie verarbeite ich denn den Sand? Ist nicht unter Blöcke mit drin. Retten wir hier den mal. Also gucken wir erstmal. Blue Crystals haben wir hier mit drin. So, wir haben einmal Gold, Jade, Plastahl. Sand ist hier mit drin. Silber, Stahl, Uran. Wären wir nur bei 6. Ja, stimmt, es gibt ja kein Zement und kein Titanium. Ich habe ja diesen, den Mod ist ja gar nicht drin. Also sind es nur 6. Überlegen wir mal. 1, 2, 3, 4 würde hier nicht hinpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Würde so gehen. So, jetzt die Produktion. Die würde ich hier natürlich dann auch reinknallen. So, bei der Produktion brauchen wir, machen wir den Steinmetztisch rein. Ah ne, wir brauchen noch... Es fehlt noch was ganz Wichtiges. Machen wir hier vielleicht eine Mauer hin? Oder vielleicht auch nicht? Aber die Mulden... Die Absetzmulden. Für die Brocken. Wobei, den machen wir mal weg. Der ist mir zu weit unten. Dann hätten wir aber hier Absetzmulden. Und dann würde ich, hier kommt der Produktionstisch hin. Ne, hier rein kommt der Produktionstisch. Und der Künstlertisch, der kommt, ne, warte, wenn wir mal überlegen. Hier wäre ne, der Gang, ja. Wie groß wird denn das? Ich würde dann auch Kunstwerke eventuell hier drin machen und lagern.
Oder ich mach die mitten in den Raum rein. Wenn wir mal überlegen. Ne, wenn ich hier... Das wäre vielleicht echt eine Überlegung. Die Produktion. Ich mache das jetzt mal als Beispiel. Dann kommt dann hier der Künstlertisch. Hier der Steinmetztisch hin. Und auf beiden Seiten dann noch hier so ein Ding. Hier das Teil. Dann bräuchten wir so frei. Wir hätten hier eine größere Bewegungsfreiheit. Oder könnten noch ein paar Mulden hinmachen. So, und hier oben könnten wir noch eine Freifläche hinmachen, wo dann die ganzen Kunstwerke hinkommen. Das wäre jetzt so der Plan. So, und dann könnte man hier, boah, das passt ja perfekt, nochmal einen Weg zimmern. Müssten wir hier nur mal verstärken, die Wand. Oh, da müssten wir auch Brücke bauen, ne? Strukturen. Heavy Mushroom. Bridge. Mach ich mal. Dann können wir hier auch wieder reingehen. Okay. So, jetzt hat sich hier der Typ hat sich angeschlossen. Da muss ich mal kurz die Liste aufmachen. So, erstmal... tun wir ihm zuweisen. Der war ja gar nicht geplant, dass er noch joint. Kümmert sich halt um die Tiere. So. Aber der könnte der Künstler sein. Also er wird der Künstler. So, dann würfeln wir mal ein D100. Eine 64. So, 64. Ich mache jetzt einen Taschenrechner. Durch 3. 21,3. 21 geht. Willkommen. Cheesy. Selbstregelnder Pakt der Terminatoren. Das ist ja so ein kurioser Name. So. Tierpflege nimmt er mal rein. Aber hauptsächlich ist er auch Künstler. Jagen raus. Handwerk macht er höchstens den hier. Wobei hier bei jedem 5 reinmachen geht auch. Da muss ich das hier hinten nicht ändern.
Was hast du eigentlich? Okay. Wo wird denn hier was gebaut? Ach, hier hinten. Ja, die Stromkabel müssen wir jetzt natürlich anpassen. Essen? Haben wir noch Essen? Noch haben wir Essen. Ich werde jetzt auch mal hingehen und hier so ein paar Fallen hinmachen. Weil das hier ist eine Schwachstelle. Gut, wir haben mehrere Schwachstellen, aber es muss ja nicht so bleiben. So ein allgemeines Lager wäre natürlich auch praktisch. Machen wir vielleicht hier rein. So ein allgemeines Lager. Nicht viel Platz. Das reicht ja schon so. Dann hätten wir hier ein allgemeines Lager, dass wir die hier auch erstmal wegmachen können. Wobei die Regale hier, die machen wir mal weg. Dann tun wir die dann einfach umlegen. So, fehlt die Wasserfiltration. Ansonsten hätten wir alles. Wir können aber schon mal anfangen. Den Tiefenbrunnen. Oh. Und wenn ich ihn hier hinmache... Dann kann da die Pumpenstation hin. Hier die Wasserfiltration. Die würde genau dahinter passen. Dann brauchen wir jetzt noch einen großen Wasserturm. Da brauchen wir aber Brücken, wenn ich den hier hin mache. Sonst machen wir den hier hin. Dann hier ist die Pumpe. Dann legen wir das hier so rüber. So, jetzt brauchen wir dann aber auch noch eine Kläranlage. Guck mal, die können wir hier in die Ecke machen. Da müssen wir halt hier ein paar Brücken bauen. So, da machen wir dann aber wieder die Fungi, die Heavy-Fungi-Brücke hin. So, die Kläranlage. Und machen hier den Austrag hin. So, warm Wasser. Machen wir am besten in ein Gebäude rein.
Würde das hier reinpassen? Also es muss nicht viel Platz sein. Da kommt, ich mach zwei Heizkörper hin. Ein paar Wärmespeicher. Ich werde wahrscheinlich eine Sprittherme und eine elektrische Therme machen. Wenn wir mal überlegen. Hier kommt ja später noch so eine Doppeltür hin. Dann kommt ja hier noch ein Boden hin. Dann könnten wir nach da einen Ausgang machen. Na, das heißt, wenn dann hier so drei Wasserspeicher hinkämen. Und dann hier so eine Sprittherme. Und eine elektrische Therme. Könnte man hier eine kleine Lagereinheit hinmachen. Wir haben wieder keinen Fungi. Könnte man dann da hinmachen. Aber dann hätte man hier so einen kleinen Thermenraum. Könnten den auch noch kleiner machen. Mit dem wir die nach oben setzen, hier noch einen hin, dann kommt hier die Lagereinheit und dann hätten wir hier die Tür. Wir könnten das Ganze auch mal einen nach rechts verschieben. So, hier käme dann die Tür rein. So, nochmal die Sprittherme und eine elektrische Therme. Hier die Lagereinheit. Wir brauchen unbedingt mehr Fungi. Mehr Fungi! So, sollen wir erstmal warten? Wir haben jetzt zwei Baustellen gleich, drei Baustellen gleich. Wir haben die Hygiene. Wir haben hier die Rohressourcen. Kleine Lagereinheit. Durchgang. Es fehlt Küche, Kühlschrank. Was eigentlich schlecht ist. Weil jetzt muss ich das hier oben irgendwo hinmachen, obwohl ja hier die Ressourcen sind. Vielleicht wäre die Küche-Kühlschrank hier besser gewesen, weil die näher dran ist.
Mit einem extra Ausgang hier oder so. Unüberlegt. Sollen wir es nochmal umplanen? Boah, das hat aber so gut gepasst. Aber es macht mehr Sinn, tatsächlich, hier den Kühlschrank hinzumachen und hier die Küche. Und dann machen wir hier den Essbereich hin. Was ist mit der Produktion? Die muss ich dann hier hoch verfrachten. Ansonsten müssen die ultra weit laufen. Aber wir haben ja Bots. Dann können die Bots einfach ultra weit laufen. Wenn die Bots ultra weit laufen, dann kann man das verkraften. Einfach der Fruchtsaft verdorben. Jetzt machen wir die Küche hier oben hin. Ich meine, ob die jetzt... Ja, wobei wir hätten ja hier sonst einen Durchgang geschaffen. Dann hätten die direkt von hier die Ressourcen da reingebracht. Das wäre schnell und effizient. Das ist ja so viel besser. Wenn wir hier den Kühlschrank hinmachen und hier die... Das wird hier alles mal abgebrochen. Die Mulden werden nochmal weggerissen. Wir machen hier den Kühlschrank hin. So, hier kommt ein Kühlschrank hin, dann kommt hier die Produktion hin. Woher kriegen wir das Lager vielleicht trotzdem hin? Wenn wir hier die Küche machen, das müsste reichen. Wir haben nicht mehr so viel Küchenmods. Hier ein Kühlschrank. So, das wird alles Kühlschrank. Ne, wie auch doppelt mit Dings. Haben wir hier einen extra Durchgang. So viel Platz brauchen wir eigentlich nicht. Für die Küche. Zumindest nicht mehr.
Ja, wobei, wenn wir auch den Alk mit reinmachen. Weil wir haben ja noch ein paar Sachen, ne? Also. Wir, da kommen zwei Küchenzeilen hin. Wir können das ja mal kurz planen. Den Schlachter, den machen wir hier noch mit rein. So, wenn wir aber auch, hast du ja hier die Mühle. Dann haben wir noch den Zubereitungstisch. Beziehungsweise wir haben ja auch noch die Kochutensilien hier. So, wir haben die Mühle theoretisch. Zubereitungstisch, wir haben auch noch hier. Und dann könnten wir hier die ganzen Beer Barrels hinmachen und dann Gärplatz Dingens. Hier, was machen wir hier in der Mitte hin? Könnten wir noch so Lager machen für Zwischenprodukte? Weil wenn ich es richtig sehe, habe ich ja dann auch wieder Käse und so mit drin. Hochzeit steht an. Nayada und Ismael heiraten. Shit, wir haben gar keinen Hochzeitsplatz. Hier, schön vor den Pilzen. Das ist doch schön. Hochzeit steht an. Also sie sind jetzt verlobt. Wobei, ihr könnt mal selber entscheiden, wo die Hochzeit stattfindet. Mal gucken, vielleicht machen die das ja von sich aus, außer naja, da schreibt jetzt in die Kommentare, nee, ich will, dass meine Hochzeit da stattfindet. Best Friend und Verlobt mit Ismael. Das ist gut, wenn die dann nämlich zusammen wohnen und sich auch ein Bett teilen. Dann brauche ich kein weiteres Bett für Cheesy. Können die eigentlich schon zusammen? Ne, Glaube verbietet es. Müsst ihr wohl erstmal heiraten. Jetzt habe ich wieder nicht die Fleischhaken, ne? Zum schönen Lagern. So Leute, wann wird denn mal weitergearbeitet hier? Wir müssen noch mal eine Tour losschicken. Wir haben wieder sehr viel Giftmüll. Generiere Planet. Planet wird generiert. So, ich glaube, wir haben hier letztes Mal abgelassen.
Komm, ich mach das. Auf geht's. So, hier kann ich auch schon mal glätten. Ja, hier muss jetzt erstmal Avia weiterarbeiten. Ah, die Bauteile werden direkt benutzt. Wir brauchen dringend mehr Fungi. So, dann zieh ich mal los mit deinen Schneckchen. Ich kann die auch reiten, ne? Ich will aber anscheinend nicht reiten. Ich darf vielleicht nicht zu viel mit den Fungis arbeiten. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr auf Stahl gehen, aber das wollte ich eigentlich erst machen, sobald ich den Steinbruch habe. Ich meine, ich habe noch einiges an Stahl. Nee, habe ich nicht. Okay. Ich müsste sogar mit den Rohrenbrücken bauen. Ja, da wäre es besser, die Oberflächen hier zu glätten. Wenn hier das Ding ist. Dann werden wir hier durchglätten. Und dann hier. Boah, ich muss ja irgendwie da hinkommen, ne? Vielleicht gehen wir auch hier lang. Hier müssen wir ja sowieso lang. Gleich haben wir es geschafft. Komm, schneller. Ich kann leider nicht mehr reinzoomen. Oh nein. Es ist Nacht. Es wird gechillt.
Wenigstens haben wir noch Essen. Wir haben noch gepennt. Komm, Adria, hau den Klotz Stein da schneller raus. Go, go, go. Chisi kann so lange hier pennen. Okay, ich bin wieder unterwegs. Noch habe ich Nahrung. Komm, das reicht schon, oder? Und zurück. Erste Prügelei und dann inspirierte Eingebung. Küche ist einfach riesig. Vielleicht machen wir da wirklich noch so Zwischenlagerprodukte hin. Was meine ich mit Zwischenlagerprodukte? Ich glaube, ich habe den Mod drin, dass wir zum Beispiel Burger bauen können. Dass wir dann hier speziell eine Kühlschranklagereinheit machen. Dafür brauchen wir dann Tomaten, Käse, Brot. So. Müssen wir mal gucken. Oder wir machen die Küche kleiner und machen hier hinter schon mal so Pilzanbaustellen. Okay. Wie viel Platz brauchen wir? Ich würde gerne wieder zwei Küchen haben. Wenn wir das mal einplanen. So, dann kriegen wir hier noch einen Stuhl hin. Den machen wir mal weg, weil dann können wir den ja von hinten, den nehmen wir rüber. So, dann hätten wir das. Wir brauchen noch den Zubereitungstisch. Könnten wir hier hinsetzen. So, dann hätten wir hier noch den Zubereitungstisch. So, dann brauchen wir noch den Platz für die Mühle. Dann machen wir hier noch die Mühle hin. Ich muss gerade mal gucken, ob wir hier noch irgendwie so Essenssachen haben, die wir noch forschen können. Ich meine, ich hatte aber sehr viele Mods dafür rausgenommen. Süßigkeiten haben wir noch. Und backen. Okay, Süßigkeiten und backen. Müssen hier noch rein. So.
So, wir können die Süßigkeiten dann mal, muss ich erforschen, dann könnten wir die aber hier noch reinmachen und backen hier unten hin. Dann könnten wir hier noch Dings machen. Ja, ich werde hier mal einiges abbrechen. Machen wir mal so. Und das hauen wir erstmal raus. Und dann gucken wir mal, wie wir das so bauen können. Dann können wir hier hinten vielleicht die Pilzanbaufläche machen. Aber ich brauche vielleicht noch ein bisschen mehr Platz für die Gärbottische. Aber alles nacheinander. Hä, wo bin ich denn hingegangen? Mir die Nahrung ausgegangen, weil ich einfach woanders hingeklickt habe anscheinend. Aber gut, ich bin ja bald da. So. Der Schlachttisch. Gibt es einen elektrischen Schlachttisch? Ich sehe ihn zumindest nicht. Wir haben wieder kein Fungi. So, willkommen zurück. Wieso kümmert sich denn da keiner drum? Wieso hab ich die nicht mitgenommen? Das ist jetzt aber doof. Aber Nayada und Nayada kümmert sich. So, wir bräuchten noch mal ein paar Pilzis. Aber naja, da nimmt auch nur eine, ne? So, wir haben gerade eine gigantische Snail verloren, weil die natürlich nicht zurückgeführt wurden, aus irgendeinem Grund. So, holt jetzt mal bitte die Schnecken zurück. Mein Ismail hat Reinigung auf 5 und trotzdem reinigt er.
So, damit müssen wir alle Schnecken haben. Und dann würde ich aber auch sagen, war es das erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.